Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Illusion of Time. Ja, ich habe jetzt nochmal privat nochmal ein bisschen gespielt und ihr seht, wir haben jetzt viel mehr Leben, viel mehr Heilkräuter und ich kenne mich jetzt langsam mit den Juwelen aus. Eric, ja, du hast die Statue gefunden. Der Fremde kam mir gleich merkwürdig vor. Wir taten gut daran. Warst du es nicht, der nach seinem Blut geächtet hat? So wie du immer nach Blut ächzt, wenn du junges Fleisch riechst. Deine Gier bringt uns noch ins Grab. Du bist nicht viel besser. Doch warte, dies ist nicht der Ort und Zeit, sich zu streiten. Lass uns zunächst die Statue holen und dann das Blut. So, jetzt kämpfen wir nochmal. Ich glaube, das Gespräch hatten wir das letzte Mal schon mal gehabt. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn wir es jetzt nochmal erleben. Gleich drauf hier mit vollem Schwung. So, erstes vernichtet. Ich will es nicht mit Dings versuchen, also mit dem Feuerball. Der dauert mir zu lange. Nochmal drauf, komm. Das schaffst du. Gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Das kriegen wir hin. Kurz Heilkräuter nehmen. Jawohl. Und jetzt nochmal den letzten Schwung drauf. So. Die Bombe hat zwei Zünderschnüren. Rot oder blau? Wir nehmen rot. Ich habe die Bombe entschärft. Gerettet! Nee, ich spreche aus der Tasche. Es tut mir leid, Will. Ich konnte nichts tun. Meine Knie zittern wie Espenlaub. Eigentlich bin ich nicht feige, doch wenn es brenzlig wird... Entschuldige, dass ich so lange in der Tasche war. So, dann schauen wir mal nach unserem Freund hier. Verrate niemanden, dass Will sich verkleidet hat. Du hast nichts gesehen, gar nichts. Na gut. Ja, wir haben weniger an Heilkräutern verbraucht, als ich dachte. Dann können wir ja jetzt gehen, ne? Will! Geht es dir gut? Will! Lilly ist nicht zu sehen. Was ist geschehen? Hey, hier bin ich. Tut mir leid, dass ihr euch Sorgen machtet. Will hat mich beschützt. Sieh da, Will wird langsam aber sicher erwachsen. Das ist jetzt unwichtig. Lass uns lieber überlegen, wie wir hier von hier wegkommen. Gute Idee. Vom jemanden namens Rama haben wir einiges gehört. Will erzählt allen, was geschehen ist. Eine traurige Geschichte. Das arme Volk, die eine Hälfte erkrankt, die andere floh durch den Unterwassertunnel. Vielleicht schaffen wir es durch den Tunnel bis zum Festland. Ja. Prima Idee, lasst uns von hier verschwinden. So, 5 Tage sind nun vergangen, seit wir in den Tunnel gegangen sind. Doch er scheint kein Ende zu nehmen. Ich glaube, er führt ins Nichts. Lass uns für heute Schluss machen. Ich bin geschafft. Ich werde lange und gut schlafen. Das ist doch verrückt, so weit zu laufen. Genug, ihr beiden. Ihr habt euch so beklagt, bevor wir überhaupt losmarschiert sind.
Lenz hat recht. Kara, jeder von uns ist am Ende. Lass uns etwas essen. Ich bin am Verhungern. Menschen sind seltsam. Je länger wir durch diesen Tunnel marschieren, desto eher vergessen wir, warum wir hier sind. Vielleicht ging es den damaligen Leuten genauso. Ich habe Hunger. Ich will ein saftiges Steak. Meine Haut ist von diesem blöden Fraß schon ganz verschrumpelt. Ich frage mich, wie weit dieser Tunnel noch geht. Vor tausenden von Jahren sind hier bereits Menschen durchgelaufen. Ich muss laufend an diese Zeit denken und komme mir dabei so unbedeutend vor. Hey, ich bin beschäftigt. Irgendwie ist Eric seit der Befreiung etwas komisch. Findet ihr dich auch? Ich finde das etwas merkwürdig. Aber okay. Dieser Pilz sind unsere einzige Nahrung. Sie wachsen überall im Tunnel. Gestern gebackene Pilze, vorgestern gekochte Pilze, davor roh Igitigit. Wir dürfen nicht zu viel verlangen. Um zu überleben, müssen wir essen. Das ist immer noch besser als zu verhungern. Lasst uns, ja, essen. Achter Tag in diesem Tunnel. Schlaflos starte ich auf einen unterirdischen Fluss. Kannst du nicht schlafen? Doch, doch. Ich versuche Schafe zu zählen, aber es kommt nur keins. Du hast dich auf dieser Reise ganz schön verändert. Man könnte fast meinen, du wirst erwachsen. Ich verstehe das selbst alles nicht, aber eine seltsame Kraft wohnt in mir. Und in meinem Körper kann sich in einen Krieger verwandeln. Das alles hat mit der Reise meines Vaters zum Babylon-Turm seinen Ursprung genommen. Ich stehe erst am Anfang dieser Macht, um diese Macht zu begreifen. Warum hast du dich dieser Expedition angeschlossen? Zuerst war es nur ein Spaß, aber jetzt habe ich andere Gründe. Morgen wird wieder ein langer Tag. Wir sollten etwas schlafen. Zwei Wochen sind wir nun in diesem Tunnel und es ist kein Ende in Sicht. Als ich das letzte Mal schlief, hörte ich seltsame Geräusche über mir. Kara ist sehr besorgt über diese Geräusche. Ich bin viel zu müde, um irgendetwas zu machen. Wartet, ich höre es wieder. Das ist das Geräusch. Vielleicht ist es Revision? Oh nein, wir müssen verschwinden. Verschwinden? Wohin denn? Seid mal ruhig. Dieser pochende Klang. Das sind Morsezeichen. Damit verständigen sich Schiffe untereinander. Die Länge des Klanges bestimmt ist den Buchstaben. Mal schauen, ob ich das verstehe. Verstehen kann. Hier ist Seth. Seth? Psst, Ruhe. Nee, er fährt fort. Riverson hat mich verschluckt. Riverson? Als ich zu mir kam, hatte sich meine Körper in Reverson verschwandelt. Dieser Reverson oder Riverson ist eine Meereskreatur. Ich bin mir nicht sicher, ob er menschlich ist. Er sagt, die Evolution würde durch das Licht eines Kometen beeinträchtigt.
Ich wollte die Reise mit euch fortsetzen. Aber nicht in diesem Körper. Ihr müsst das Geheimnis des Kometen und der Ruinen lösen. Ich höre nichts mehr. Sess, ich habe Angst. Er muss im Moseunterricht gut aufgepasst haben. Sess, auch feine Sache. Ja, Sess auch, feine Sache. Aber Sess ist nicht mehr menschlich. Nein, Erik, ziehe keine voreiligen Schlüsse. Nur Menschen denken, ihre Lebensform wäre die einzige richtige. Lass den Kopf nicht hängen. Auf geht's. Sess, es ist doch wirklich der, der mit unten bei diesem Kartenspiel mit dabei gewesen ist, ne? Geschafft. Endlich sind wir aus... wir sind fast einen Monat durch den Tunnel gelaufen. Seht doch, ein Schild. Was? Engelstadt? Reisende sucht uns unter der Erde? Ah, einem solchen Ort sollen Engel leben? Man sagt, Engel schätzen nicht gerne menschliche Besuch. Jedenfalls können wir uns hier ausruhen. Lasst uns aufbrechen, Will. Ich gehe meinen eigenen Weg. Wartet nicht auf mich, ich muss es tun. Ich erforsche diesen Ort ganz alleine. Versucht nicht, mir zu folgen. Was hat sie nur vor? Vielleicht ist sie nur müde. Sie braucht Ruhe. Ich mache mir Sorgen um sie. Was ist das? Eingang zur Engelstadt. Dies ist die Stadt der Engel. Werden unsere Körper zu lange der Sonne ausgesetzt, sterben wir. Seit wann wir hier leben, weiß ich nicht mehr. Aber wenn ich das Meer sehe, schmerzt mein Herz. Keine Juwelen. Es heißt, wir wären die Form, zu der sich die Menschen entwickeln. Naja, da kommt... Oh, doch, hier. Aber auch hier nichts. Wir haben keine Gefühle. Seit meiner Geburt habe ich weder gelacht noch geweint. Ich überlebe nur. Ich bin der Juwelier der Reisenden zwischen den Kontinenten. Ich bewahre 12 Juwelen für dich auf. Ich habe im Übrigen herausgefunden, wie das geht, dass du Juwelen sammeln kannst und gleichzeitig die dem Juwelier schicken kannst. Du hast mehr als 8 Juwelen gesammelt. Laut der Liste wird nun deine Lebensenergie erhöht. Deine Lebensenergie hat sich erhöht. Du hast mehr als 12 Juwelen gesammelt. Laut der Liste wird nun deine Stärke erhöht. Deine Angriffsstärke wird erhöht. So, jetzt gucken wir nochmal. Also, wir brauchen jetzt 20 insgesamt. Also nochmal 8 und dann kriegen wir noch eine stärkere Psychokraft oder eine neue Psychokraft. Dunkle Kraft und mit 50 das Geheimnis. Also, ich weiß jetzt, wie ich das irgendwie losschicken kann, ohne dass es mein Inventar vollmüllt. Finde ich schon ganz gut. Harfe spielende Frau, Musik ist das Balsam für die Seele. Das richtige Lied heilt jedes Leiden. Warum läuft ihr gegen die Statue? Ich bin Bildhauerin. 1000 Statuen werde ich in meinem Leben schaffen. Wir können erstmal speichern.
So, und ich würde dann sagen, wie es dann hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und sag bis dahin, euer Buddy und ciao.